Jo, servus Freunde, was geht ab? Ich hoffe alles gut bei euch. Bei mir ist auf jeden Fall alles gut, weil ich dank Amazon auf Level heute hier in Hamburg sein darf und drei sehr stabile Fans von mir treffen darf. Natürlich haben wir uns aber gedacht, ein einfaches Treffen wäre zu einfach oder wäre zu langweilig. Deswegen haben wir uns was Geiles überlegt. Am besten ihr kommt einfach mal mit, seid gespannt. Damals hat mein Vater zu mir gesagt, mein Sohn, wenn dich einmal das Fritteusenöl getroffen hat, kannst du es nie wieder rauswaschen. Denn er vergisst nicht, wo du herkommst. Geboren 96 hier in Niedersachsen. Bruder, nächstes Mal, ich hab gehört, ich meine Fresse ist in Hamburg zu sehen. Nein, die Welt ist nach woher kommt ihr? Dortmund, Bruder. Essen ist gut, apropos Essen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mit genommen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Ja, ich war ein Pizzalieferant, egal wie lustig das doch klingt, hab mich am Dönerspieß verbrannt, die haben mich alle ausgelacht, doch das hat mich ausgemacht, ihr regt mich rein in den Fick, ich hab daraus ein Haus gemacht und sonne mich im Garten, gieße jede Blume für Freunde, die mich verraten, warte, was ist, wenn dein Hype platzt, du bist der Typ, der für Brüder keine Zeit hat, aber kein Problem, Kanker siegt dir, Ed, neue Freunde kommen, die alten sind jetzt weg, Amma Bosch, wer sein, du hebst sie Chris mit. Wo heuerte Job, dann an Lassenberg. So Jungs, endlich geschafft. Ja, aber endlich. Ja. Ich hoffe, die Überraschung wird euch gefallen. Aber riecht ihr das schon? Boah. Wenn es das ist, was ich daran denke, Bruder, dann hast du echt einen Gruß bei mir. Aber ich hoffe, es wird euch schmecken. Es ist auf jeden Fall das, nach was es riecht. Oh. Man sieht es schon. Wir wollen die Goldbeule haben. Ja, du siehst aus, mein Freund. Schön knusprig willst du da haben. Oh, aber nee, das ist schon lecker. Das sieht geil aus. Oh, jetzt sieht's geil. Da läuft mir das Wasser aus dem Mund. Das ist ein Gaumenschmaus. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gerät. Wenn das in der Box ist, die Leute, die ganzen Rapper gehen irgendwelche Bruder, T-Shirt komm mal, weißt du, was das Ding ist? Ich sag dir was. Du kannst dieses Gerät hier, ne? Dankeschön. Dieses Gerät kriegst du nirgendwo günstiger als 40 Euro, ne? Du kannst im Prinzip meine Box kaufen, die ganzen Fanartikel rausnehmen und nur das Gerät weiter nochmal wieder verkaufen, als nur Dönergerät. Ja. Es gibt ein türkisches Sprichwort, das ist sehr komisch, aber ich muss euch das mal sagen, das heißt, der Regenschirm, der in deinem Arsch sowieso schon drin ist, der wird auch nicht mehr geöffnet. Ja, nach dem Motto, wenn du bist, bist du eh schon was soll's machen? So, auf jeden Fall, ich habe hier ein Hamburger Döner gemacht, Digga. Das ist kein internationaler Döner, auch kein europäischer Döner. Das ist auch kein asiatischer Döner. Das ist ein Döner, den es so nur in Hamburg gibt, weil die Hamburger sind daran gewohnt, hier so Kängurutaschen zu haben. Überall in ganz Deutschland haben wir dreieckiges Fladenbrot, wo das Fleisch eigentlich praktisch, weil so fällt es von links so raus, Bruder. Weißt du, was ich meine? Aber das wollte ich auch sagen. Eigentlich diese Idee ist auch. Aber das ist aber gut. Das ist beim Döner, das gehört dazu, dass es rausliegt. Ja, asozial. Ja, so du hast eine Soße hier oben. Ja. 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 Dieser Döner hat kein Dritt. Ja. 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 Ich sage auch wirklich meine Meinung. Ich habe auch mein Restaurant fest. Bruder, das Ding ist, eure Meinung. Interessiert dich nicht. Aber ey, das schmeckt echt gut, ja. Hör doch auf, die letzte Barschen, ja. Wallah, das schmeckt gut. Ja? Wallah, das schmeckt gut. Nein, Wallah, das schmeckt gut. Ja, Leute, sorry für das Schmatzen. Auf jeden Fall, das war's. Wir essen jetzt nochmal unseren Döner auf, ne? Würde mal sagen, ne? Boah, einmal gut. Auf jeden Fall, Dankeschön nochmal an Amazon auf Level, dass ihr uns das ermöglicht habt. Und ich würde mal sagen, wir lassen es uns schmecken, ne? Und gut ist für nicht zwei. Ausländer, Ausländer.